Vielen Dank erstmal für die freundliche Einführung, die überaus freundliche Einführung und die umfangreiche Einführung, auch für die Möglichkeit hier zu sprechen und im Rahmen der Sonderausstellung mal einen Blick auf Rembrandt oder die Wertschätzung von Rembrandt im Verlauf der Jahrhunderte zu legen. Das wäre ein nicht nur abendfüllendes, sondern seminarfüllendes Thema. Insofern sind das natürlich auch nur so ein paar Schlaglichter, die ich heute vorstellen möchte. Einmal Rembrandt, immer Rembrandt. Das impliziert letztendlich zwei Dinge, um die es in gewisser Weise auch geht. Einmal das Zeitliche. War Rembrandt eigentlich schon immer berühmt? Und das andere ist das Materielle. War jedes Rembrandt-Gemälde denn zu jeder Zeit auch als Rembrandt bekannt? Oder wie verändert sich unser Bild von Rembrandt? Oder wie hat es sich verändert im Laufe der Jahrhunderte? Ja, Rembrandt, das kann man, glaube ich, doch sagen, ist im Unterschied zu anderen Künstlern eigentlich nie in Vergessenheit geraten. Denken Sie an Vermeer, der erst irgendwie wieder entdeckt werden musste. So war Rembrandts Ruhm eigentlich von seiner Lebzeit bis heute ungebrochen. Natürlich gibt es da einige Konjunkturen. Mal ist das eine vielleicht bei Rembrandt mehr im Vordergrund, mal ist es was anderes. Aber es ist bestimmt kein Künstler, der in Vergessenheit geraten ist und dann erst mühsam wiederentdeckt werden musste, sondern es ist tatsächlich ein Künstler, der eigentlich immer schon zu Lebzeiten zu den wichtigsten Künstlern gehört, und das zeigt die Frankfurter Ausstellung ja wunderbar, wie er es schafft, an dem hochkompetitiven Amsterdamer Markt sich zu behaupten und letztendlich Rembrandt auch als Marke zu etablieren, um es mal modern auszusprechen. Ja, was ist an Rembrandt letztendlich bis heute so berühmt? Was macht ihn so berühmt? Was macht ihn besonders? Ich denke, ein Aspekt ist sicherlich etwas, was die meisten Menschen schon immer an Rembrandt fasziniert hat. Das ist etwas pathetisch ausgedrückt, vielleicht diese Menschlichkeit. Das heißt, dass seine Werke unmittelbar auf uns wirken, dass diese fantastische, bravouröse Maltechnik auf der einen Seite, aber auch eben dieser Versuch, Gefühle zum Ausdruck zu bringen, das rührt eigentlich die Menschen bis heute an und hat sie eigentlich immer besonders fasziniert. In den folgenden Minuten oder in der knappen Stunde möchte ich eben ein paar Schlaglichter drauf werfen unter dem Aspekt, wie hat sich die Wissenschaft dazu verhalten mit Rembrandt, wie ist sie da umgegangen, wie ist es seitens des Publikums. Ein kurzer Blick quasi als Vorgeschmack auf den nächsten Vortrag von Otto Naumann auf den Kunstmarkt des 18. Jahrhunderts. Wie verhielt es sich dort mit Rembrandt? Und schließlich, was haben Künstlerinnen, Künstler und Künstlerinnen an Rembrandt vielleicht besonders geschätzt? Alles immer mit so einem leichten Blick auf Kassel, damit verbunden natürlich auch eine herzliche Einladung, wenn Sie Blut geleckt haben, nach Kassel zu kommen und sich die Kasseler Rembrandt-Sammlung, die ich glaube, das darf man doch sagen, eine der bedeutendsten ist, mal anzuschauen. Würde mich freuen. Ja, ganz kennzeichnend für Rembrandts Ruhm ist, dass er schon sehr früh die Beschäftigung herausgefordert hat, nicht nur was sein Leben angeht, Lebensbeschreibungen schon aus seiner Lebenszeit oder aus dem 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sondern dass man vor allem der Kunsthandel versucht hat, seine Werke zu katalogisieren. Da wäre eben als berühmtes Beispiel der Katalog Raisonné von Gerson von 1751, meines Wissens überhaupt der erste Werkkatalog eines Künstlers, der immerhin 341 Radierungen schon auflistet und daneben abgebildet von John Smith, der Katalog der Gemälde, der auch stattliche 588 Werke zusammenträgt. Und das im Jahre 1836. Großbritannien war auch tatsächlich ein wichtiger Umschlagsplatz für Rembrandts Werke im 18. und vor allem dann im 19. Jahrhundert. Ja, natürlich auch
Zum Ruhm gehört es, dass man ein Denkmal errichtet. Das hat man in Amsterdam 1852 gemacht. Das steht noch heute in Amsterdam. 2 Jahre später hat Eduard Kolloff, ein deutscher Kunsthistoriker, eine erste ja, wissenschaftliche Lebensbeschreibung auch anhand von Archivalien publiziert. Und insofern nahm dann das Ganze so etwas seinen Lauf, allerdings auch gleich ins politische Fahrwasser zu geraten. Das unrühmliche Beispiel der Publikation Rembrandt als Erzieher von einem Deutschen. Später kam dann raus, das war August Julius Langbehn, der es dann auch sich als Rembrandt-Deutscher bezeichnet hat. Also so etwas national-völkisches, auch antisemitisches. Ein Buch, das unglaubliche Auflagen erreicht hat, oder ein Heft, muss man ja eher sagen. Aber, und das doch interessant, unmittelbar auch Reaktionen hervorgerufen hat. Das sieht man hier auf der Folie, eben ganz links, Rembrandt als Erzieher mit einem Bildnis von Rembrandt. Daneben eine Erwiderung anonym von einem niederdeutschen Bauern. Ganz lustig finde ich in der Mitte dieses Bildnis, das vielleicht diesen Bauern darstellen soll. Und ganz rechts wiederum eine Erwiderung, auch anonym verfasst, wobei in Klammern schon der Name drunter steht. Also so anonym war es dann doch nicht. Aber ein Buch, was wirklich ja, doch eine große Wirkung zeitigte und insofern bei jeder Beschäftigung mit Rembrandt doch zumindest erwähnt werden sollte. Aber weiter möchte ich darauf gar nicht eingehen. Schließlich beginnen dann auch schon, und das ist auch besonders, Ende des 19. Jahrhunderts große Rembrandt-Ausstellungen. Den Anfang macht Amsterdam, wie sich das gehört, möchte man fast sagen, 1898 mit immerhin 124 Gemälden und 350 Zeichnungen. So viel waren, glaube ich, nie sonst an einem Platze versammelt von Rembrandt. Darunter Werke, die man heute nicht mehr für Rembrandt in Anspruch nimmt, aber eben auch ganz bedeutende Werke. Links auf dem Bild, das ist einfach vielleicht kulturgeschichtlich interessant, wie ein Kunsttransport Ende des 19. Jahrhunderts von sich ging, also mit viel Manpower. Da wird gerade die Nachtwache eben in einer Kiste transportiert. Ja, Anlass war, und das ist vielleicht auch ganz charakteristisch, eben nicht irgendein Rembrandt-Jubiläum, sondern die Thronbesteigung von Königin Wilhelmina in dem Jahr. Und das war quasi ihre Gabe an sie. Das ist vielleicht auch ein besonderer Punkt, wie letztendlich Rembrandt spätestens ab diesem Zeitpunkt auch so etwas wie ein Nationalheiliger der Niederlanden ist. Wenn Sie jetzt die ganze Zeit schon rechts auf diesen Raum schauen, haben Sie vielleicht schon erkannt, dass dort auch ein Gemälde hängt, was derzeit in der sehr schönen Städelausstellung zu sehen ist. Das Gemälde aus Ottawa hatte also mal einen goldenen Rahmen, wie man auf dem Foto erkennen kann. Ja, ein Jahr später gab es schon die nächste Ausstellung. Zum Teil wurden Objekte direkt von Amsterdam nach London weitertransportiert. Diesmal waren etwas weniger Zeichnungen und auch ein bisschen weniger Gemälde, aber doch immerhin noch eine sehr erstaunliche Menge dort zu sehen. Und auch wenn Sie dort auf der rechten Seite sehen, sieht man auch ein Werk, was man jetzt gerade in Frankfurt sehen kann von Ferdinand Bol, dieses wunderbare Bildnis, wo der Vorhang zur Seite gezogen wird. Das war also schon 1899 in London zu sehen. Ja, man könnte jetzt munter weiter alle Rembrandt-Ausstellungen, die dann anschließend stattfanden, aufzählen. Ein paar erwähne ich auch noch, weil sie meines Erachtens eben auch ganz wichtig sind. Aber ich zitiere nur mal so die wichtigsten, die dann sich auch an Rembrandt-Jubiläen entlang hangeln. Wichtiges Jahr war 1956, der 350. Geburtstag, eine Ausstellung in Amsterdam und Rotterdam. Immerhin 101 und Gemälde und 256 Zeichnungen, also auch eine gigantische ja, Materialschlacht, möchte man fast sagen. Auf dem Foto sehen Sie einen prominenten Besucher, den amerikanischen Präsidenten
Harry Truman, der offensichtlich sich gerade weniger für Rembrandt als für seine Mitbesuchenden interessiert. Ja, was passierte in dem Jahr auch, und das werden Sie vielleicht ganz merkwürdig finden, in Kassel gab es auch eine Ausstellung. Das war jetzt auch eine Rembrandt-Ausstellung. Das war jetzt gar nicht so sehr dem Umstand geschuldet, dass die Kasseler widerständig sind und sagten, nein, wir wollen unsere Rembrandts bei uns sehen, sondern hatte damit zu tun, dass die wichtigsten Rembrandt-Bilder seit 1942 in Wien ausgelagert waren, wo sie aus Kriegsschutzgründen hintransportiert wurden. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Gemälde in Wien erstmal blockiert durch die Alliierten und erst durch die Ratifizierung des österreichischen Staatsvertrages 1955 wurden diese Gemälde wieder freigegeben. Sie waren dann einige Wochen im Kunsthistorischen Museum in Wien ausgestellt 1955 und kamen dann Anfang 1956, ich glaube im März war das, nach Kassel. Und das war tatsächlich eine triumphale Rückkehr. Nicht nur quasi emotional, weil man Rembrandt endlich wieder die Kasseler Rembrandts, die Ausstellung hieß auch so, Gemälde der Kasseler Galerie kehren zurück, dass man nicht nur diese Werke wieder in Kassel wusste, sondern die Inszenierung war eine besondere, wie Sie an dem Foto, glaube ich, unschwer erkennen können. Die Gemälde hatten nämlich im Zweiten Weltkrieg ihren Rahmen eingebüßt. Und so kam Arnold Bode und der damalige Direktor Hans Vogel auf die Idee, es doch mal ganz modern zu versuchen. Arnold Bode, der Gründer der Documenta, hatte im Jahr davor ja mit der ersten Documenta einen großen Erfolg hingelegt und war quasi noch so im Fluss und dachte eben, das kann man doch mit den alten Meistern auch mal machen. Und Hans Vogel, der Direktor, fand die Idee ganz offensichtlich gut. Und so wurden Rembrandts Werke eben in modernen Passepartout-Rahmen mit Leinen bespannt, vor Plastikwänden, den sogenannten berühmten Göppingen Plastics, die auch in der ersten Documenta zum Einsatz kamen, mit Spotlights beleuchtet. Sie sehen hier auf den Jakobssegen, kann man in der Mitte sehen. Das war eine Inszenierung, die natürlich revolutionär war und entsprechend Begeisterung, aber auch Ablehnung produziert hat. Ich habe hier in der Folie ein paar Zeitungsüberschriften zusammengestellt. Ernst Buchner, der Generaldirektor der Münchner, der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, verfasste einen Artikel und auch einen Brandbrief, den er ungefragt an alle Direktoren in Deutschland verschickte, wie man Bilder nicht hängen soll. Also er war entsetzt. Dann sieht man da Versuchskaninchen Rembrandt. Andere fanden das gerade interessant, dass quasi Rembrandt aus einem ahistorischen Museumskontext letztendlich überzeitlich präsentiert wird. Am Ende blieb es dann doch wahrscheinlich ein Versuch. Das heißt, die Rahmen sind heute nicht mehr, wenn Sie nach Kassel kommen, um die Gemälde. Aber eine Inszenierung, auch Spotlight-Beleuchtung, die uns heute ja ganz selbstverständlich kommt, vorkommt, aber die 1956 vielleicht doch etwas sehr Gewagtes und Atemberaubendes war. Ja, 69 war schon wieder ein Rembrandt-Jubiläum, der 300. Todestag in Amsterdam, eine Ausstellung, die dann vielleicht auch das erste Mal, wie das dann die kommenden Blockbuster-Ausstellungen machten, vor Menschenschlangen oder zu Menschenschlangen geführt hat vor dem Eingang, obwohl gar nicht so viel Gemälde zu sehen waren, aber man sieht auch in dem Raum, es war, also da galt offensichtlich noch keine Abstandsregelung, wie man offensichtlich sieht. Es war gut gefüllt und insofern war das auch eine ganz wichtige Ausstellung. Eine der Ausstellungen, die vielleicht epochal war, es ist auch eine, die mich persönlich quasi Rembrandt besonders nahe gebracht hat, erinnere ich mich noch gut dran, als Student dorthin gefahren zu sein nach Berlin, war Rembrandt der Meister und seine Werkstatt, wo es ja doch erstmals in einer großen Ausstellung darum ging, um die Frage, wie Rembrandts Malerei eigentlich in seiner Werkstatt weitergeführt wurde, wie seine Schüler denn arbeiteten und wie man das quasi anhand der Werke auch sehen kann. Also zwei Bände, auch eine ordentliche, waren auch eine großartige Ausstellung, Berlin, Amsterdam, London.
Ja, da war quasi dann das Tor offen zu den diversesten Rembrandt-Ausstellungen. Die Frage, was ist ein Rembrandt oder nicht, die beschäftigte die Forschung dann zunehmend, auch in Ausstellungen, Rembrandt oder nicht, hier aus Hamburg. Man konnte auch eine Rembrandt-Ausstellung machen, zumindest im Titel, ohne überhaupt einen Rembrandt, mit dem, wie ich finde, doch ganz witzigen Titel. Es muss nicht immer Rembrandt sein. Da ging es eben um ganz andere Grafiken, alles außer Rembrandt. Aber man sieht, der Name ist offensichtlich eben doch wichtig als Titelgeber. Dann werden auch verstärkt verschiedene Aspekte von Rembrandts Werk beleuchtet und in Ausstellungen thematisiert. Das eine ist eben das Frühwerk, der junge Rembrandt, eine Ausstellung 2001 und 2002 in Kassel und Amsterdam, an der ich als Volontär mitarbeiten durfte und immer noch sehr, sehr gerne daran denke. Oder dann der Young Rembrandt, noch gar nicht so lange her, Leiden und Oxford. Der späte Rembrandt, man sieht auch so eine gewisse Vorliebe im Cover von links kommend dreinblickende Herren auf dem Cover, was ich auch ganz interessant finde. Stark dann oder zunehmend, kann man vielleicht aktuell sagen, auch ein kulturgeschichtlicher Zugriff auf Rembrandt, nachdem man sich wirklich Jahre, Jahrzehnte lang auch an der Frage abgearbeitet hat, was ist ein Rembrandt und was nicht, kommen kulturgeschichtliche Aspekte mit hinzu. Rembrandts Woman 2001 in Edinburgh und London, eine Ausstellung, die heute vielleicht auch schon wieder ganz, ganz anders wäre. Also ein Thema, das vielleicht besonders auch wieder aktuell sein könnte. Eine Ausstellung Rembrandt und Saskia, also diese ja durch viel Emphase auch überhöhte Liebesbeziehung zwischen Rembrandt und seiner Frau Saskia und die für Kassel besonders ist, weil dort eben das Porträt zu sehen ist, was auch auf dem Cover dann ziert, dass das Cover zierte. Und dann, das darf Sie auch nicht wundern, aber es ist vielleicht symptomatisch für Rembrandts Kunst, beziehungsweise den Zugriff auf Rembrandts Kunst, dass es eigentlich kaum Themen gibt, die man nicht mit Rembrandt in Verbindung bringen kann. Das ist der westöstliche Dialog. Den muss man eben nicht nur bei Goethe sehen, sondern kann man auch bei Rembrandt schon sehen. Eine Ausstellung in Basel und Potsdam oder Black in Rembrandts Time, eine Ausstellung, die letztes Jahr in Amsterdam stattfand und auch ja, sehr große Resonanz bekommen hat. Insofern gibt es eigentlich kaum ein Thema, was nicht mit Rembrandt in Verbindung zu bringen wäre. Rembrandt und die Moderne, eine Dissertation aus den 90ern, also Rembrandt als Impulsgeber auch für moderne Kunst, Rembrandt und die Bibel oder ganz schlicht Rembrandt, ein A to Z, also quasi von A bis Z, wenn man so möchte. Ein Buch, auf das ich persönlich schon gespannt bin, ist Rembrandts Money. Also wie sieht denn eigentlich die Finanzwelt von Rembrandt aus? Wer sich mit Rembrandt auskennt, weiß, dass er ein großartiger Maler war, aber kein besonders guter Finanzier oder Finanzverwalter. Er ging bekanntlich 1656 bankrott. Insofern bin ich gespannt, wie dieses Buch dann das Thema auffächert. Ja, als ob es Rembrandt schon gewusst hätte, hier in dieser fantastischen Radierung von 1630, wo er so etwas fragend und auch erstaunt dreinblickt, was kommt als nächstes? Rembrandt und, sprich, Rembrandt ist ein Künstler, der eben, bei dem ganz viele Themen auch angedockt werden können, der eben ein sehr vielfältiges Werk hinterlassen hat, nicht nur technisch mit Gemälden, mit Druckgrafik, mit Zeichnungen, sondern auch eben thematisch, sodass, wie gesagt, der Fantasie, glaube ich, kaum Grenzen gesetzt sind, was man an Rembrandt denn noch so präsentieren kann. Ja, damit kommen wir zur Wissenschaft, zur Frage, wie sich Rembrandts Werk im Blick der Wissenschaft denn so präsentiert. Das ist eine vergleichsweise aktuelle Aufnahme aus dem Rijksmuseum. Sie werden es sicherlich verfolgt haben in den Medien. Die Nachtwache wird gerade intensiv untersucht und das ist eben hier auch in so einem gläsernen Showcase. Also man kann mehr oder weniger dabei sein. Ja, verbunden mit der Frage der Wissenschaft eben war von Anfang an eben die Frage, was ist denn eigentlich ein originaler, ein eigenhändiger Rembrandt und was
ist eben kein Gemälde von ihm. Und da gibt es doch eine interessante Entwicklung, wenn man Willem Bode oder später dann Willem von Bode das Werk anschaut, dann sind dort knapp 600 Werke als Original verzeichnet. Abraham Brevius legt noch ein paar drauf, 1935, 630. Und dann beginnt so langsam wieder die Abschreibung. Kurt Bauch, da sind es doch immerhin noch 562 Originale. Und Horst Gerson, der 1968 quasi Revised Edition von Bredius rausgibt, streicht doch immerhin 210 Gemälde von Bredius heraus, sodass er bei 420 Originalen ankommt. Das Jahr 1968, das ist für mich immer faszinierend, dass es nun gerade im Jahr 1968 ist, ist auch der Startpunkt des Rembrandt Research Project. Sie sehen hier ein Foto aus den 70ern, ist es allerdings, aber der Spirit der 60er ist vielleicht doch zu spüren. Das ist an sich der entscheidende Schritt in der Rembrandt-Forschung, wenn man das so salopp sagen darf, dass die Rembrandt-Forschung sich eben auf mehrere Schultern verteilt und dieser von einer One-Man-Show man eben abkommt und auch unter Zuhilfenahme der aller modernen kunsttechnologischen Untersuchungsmethoden. Sie sehen hier eben eine Besprechung am Tisch mit Jan van Gelder, Liedeke Pese Blinkhorst, Simon Levy, Bob Haag und dann Ernst van der Wetering, der erst dieses Jahr verstorben ist, Peter van Thiel, Joshua Breun, es fehlt Jan Emmens. Also 1968 beginnt dieses Projekt und wie gesagt, ich bitte um Nachsicht, aber für mich sind es immer so Assoziationen von studentischen Sit-ins oder Diskussionen mit dem Unterschied, dass eben bei diesem Team des Rembrandt Research Project gerade keine Mao-Büste und natürlich auch kein Bier, sondern ernsthafte Wissenschaft betrieben wird. Aber ich denke, das ist schon so ein Geist, der dahinter steckt, eben in ein Zusammenwirken von verschiedenen Experten auch möglichst diese Zuschreibungsunsicherheit zu reduzieren, indem man eben das auf mehrere Schulter verteilt. Sechs Bände sind erschienen. Der letzte Band 2014 ist quasi das Vermächtnis auch von Ernst van der Wetering, in dem er einen Überblick bietet über die Gemälde, die er eben als eigenhändig ansieht. 324 Gemälde, da sind wir dann angekommen. Also doch fast die Hälfte von dem, was Wilhelm Bode Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts für Rembrandt in Anspruch nahm. Also man kann es schon erahnen, es traf eine ganze Menge an Gemälden und eines der prominentesten ist natürlich, das ahnen Sie schon oder haben es vielleicht auch selbst noch erlebt, der Mann mit dem Goldhelm. Das war vielleicht eine der prominentesten Abschreibungen und das war 1989, als es publiziert wurde und eben im Kontext auch dieses Research Project. Jan Kelch hat dann dazu auch der damalige Direktor Publikationen vorgelegt. Und ich habe Ihnen hier ein Zitat von Werner Busch, das eigentlich in sich schon wieder so kunstvoll ist, an die Wand geworfen oder an den Screen besser gesagt. Es gibt Rembrandt-Bilder, die sind rembrandtischer als Rembrandt selbst, wie der Mann mit dem Goldhelm in Berlin. Sein dickes Impasto, das potenzierten Glanz produziert, treibt ein rembrandtisches Prinzip über sich selbst hinaus. Eben deswegen konnte das Bild so berühmt werden. Es war für eine bestimmte Zeit der Inbegriff von Rembrandt, ohne von Rembrandt zu sein. Das war sicherlich, bringt es doch ziemlich auf den Punkt. Interessanterweise in der Ausstellung spielt das Gemälde dann eben schon nicht mehr so eine große Rolle. Es war zu sehen, hing in so einem Seitengang, wenn ich mich recht erinnere. War eben nicht mehr das Aushängeschild der Berliner Rembrandt-Sammlung, was es doch Jahrzehnte gewesen ist. Wie man auch an solchen Fotos ganz gut sehen kann, Politikerbesuch vor Rembrandt, man sieht auch so ein gewisses eine Stilähnlichkeit dieser Fotos. Man muss immer vor Rembrandt stehen und schaut sich eben den, einmal ist es Ernst Reuter, der Bürgermeister, danach dann
Theodor Heuss, der Bundespräsident. Entsprechend ist das Werk natürlich vermarktet worden bis zum geht nicht mehr in geschmackvollen und auch weniger geschmackvollen Objekten, war auch Titel eines Romanes von Gotthold Glogau, der übrigens in Frankfurt auch mal Kunst studiert hat an der Städelschule, ich glaube 1947, ging aber dann in einer derjenigen, die vom Westen in den Osten ging, weil er irgendwie von der Bundesrepublik nicht mehr so überzeugt war. Auch eine ganz interessante Biografie. Ja, heute hängt das Gemälde eben in der Berliner Gemäldegalerie und es ist ein bisschen stiller um ihn geworden, deswegen dieses stimmungsvolle Foto. Und die Berliner Gemäldesammlung hat natürlich trotzdem noch großartige Rembrandts, so ist es nicht. Das Selbstbildnis auf der linken Seite, das haben Sie sicherlich aus der Ausstellung in Frankfurt noch besonders präsent. Aber der Fokus legt sich dann eben auf andere Werke der Rembrandt-Sammlung in Berlin. Ja, wie ist es in Kassel? Ich darf ja auch ein bisschen über Kassel reden. Landgraf Wilhelm VIII. Von Hessen-Kassel, das ist unser großer Sammler für die alten Meister. Und er hat eine Sammlung zusammengetragen im 18. Jahrhundert und ließ auch ein Inventar anlegen. Da sehen Sie hier eine Seite. Da taucht auch ab und zu mal der Name Rembrandt, aber auch andere, Bauermann, das war auch so ein Lieblingskünstler von ihm, auf. Und am Ende waren es 34 Rembrandts, die habe ich hier in Anführungszeichen gesetzt, weil ein Eintrag im Inventar des 18. Jahrhunderts ja nicht zwingend heißt, dass es auch von Rembrandt sein muss. Die Werke, die Sie dort als blaues Rechteck sehen, das sind Werke, die wir nur aus dem Inventar kennen. Die gingen schon in napoleonischer Zeit verloren, sodass von den 34 Rembrandts heute nur 34 noch in Kassel zu sehen sind. Und von diesen wiederum sind auch nur 17 Werke von Rembrandt und seiner Werkstatt, zum Teil sind es auch Kopien nach einem Werk von Rembrandt. Die anderen werden heute eben anderen Künstlern wie Nikolaus Maas, Willem Drost oder Roland Rochmann zugeschrieben. Das ist also alles das, was wir Wilhelm zu verdanken haben. Und sein Sohn Friedrich hat noch eine weitere Erwerbung hinzugefügt, die große Landschaft. Und das war es dann eigentlich auch schon. Das heißt, in Kassel ruhen wir uns auf den Erwerbungen des 18. Jahrhunderts aus, was Rembrandt angeht, wenn man es mal etwas salopp formulieren darf. Aber es ist ja auch eine großartige Sammlung. Insofern bestand jetzt auch nicht zwingend der Grund, hier noch weiter zu sammeln. Ja, zwei Beispiele, auch in Kassel, jetzt müssen Sie nicht, keine Sorge, es ist nicht das Frankfurter Bild, es gibt keine Restitutionsforderung jetzt gleich aus Nordhessen an den Städel. Auch in Kassel hing mal eine Blendung Simson, 1755 als Werk Rembrandts erworben und auch so als Gegenstück zu dem Jakobsegen. Ich habe das hier mal in den Pfeilen in einer Hängung, einer Rekonstruktion, einer ja, barocken Hängung im 18. Jahrhundert erworben. Und natürlich gibt es dazu eben dann das ungleich berühmtere Werk im Städel. Das war schon seit dem späten 18. Jahrhundert bekannt in der Sammlung Schönborn in Wien. Und im 19. Jahrhundert gibt es dann eine gewisse Zuschreibungsdebatte. Wilhelm von Bode schreibt 1870 noch ganz euphorisch, das Kassler Gemälde sei, Zitat, eine genaue Wiederholung von des Meisters eigener Hand. 13 Jahre später ist er da schon nicht mehr so optimistisch und sagt, das Kassler Gemälde wäre eben eine Kopie. Und in der Kopienfeindlichkeit dann des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts wird das Gemälde letztendlich dann ins Depot verbracht, beziehungsweise ans Oberpräsidium ausgeliehen, wo es sehr wahrscheinlich 1943 verbrannt ist beim Kriegsangriff. Sodass wir die beiden Werke heute leider nur noch fotografisch miteinander vergleichen können, was überaus bedauerlich ist, weil sich, aber da weiß Herr Sander viel mehr drüber, in interessante Pentiment bei unserem Werk befindet oder eine Veränderung besser gesagt und insofern die unser Werk doch sehr wahrscheinlich in Rembrandts Werkstatt unmittelbar entstanden sein muss. Ob von ihm selbst, das sei mal dahingestellt, das wahrscheinlich nicht, aber zumindest hätte man jetzt zwei
Werke, die in zeitlicher Nähe auch zueinander entstanden sein müssen. Ja, jetzt haben wir hier gleich drei Werke nebeneinander. Das zeigt Ihnen auch so die zunehmende Schwierigkeit in der Rembrandt-Forschung. Ganz links ein Selbstbildnis, das bis 1959 uneingeschränkt gefeiert wurde als Original. Dann tauchte allerdings eine zweite Version auf und in den 60er Jahren wurde es dann heftig diskutiert. Es ging dann hin und her, nein, das Kastler wäre das Original, nein, das Amsterdamer wäre das Original, hin und her, bis es 1982 schließlich vom Rembrandt Research Project eben abgeschrieben wurde. Argumente waren da zum Teil eben die Durchbildung der Haare und auch eben, dass die Kontur quasi exakt mit dem Amsterdamer übereinstimmt und auch keinerlei Veränderung festzustellen ist, sodass man doch der Meinung ist, der Meinung sein muss, das Ganze ist eben nach dem Amsterdamer Bild entstanden. Um die Sache noch zu verkomplizieren, ist im National Trust in Knightshayes Court gibt es eine dritte Version dieses Gemäldes, die eben als Original damals erworben wurde. Gut, das passiert immer wieder, aber vom Rembrandt Research Project auch abgeschrieben wurde. Allerdings 2018 restauriert wurde und nun wieder als Original Rembrandts diskutiert wird, vor allem von Bandor Grosvenor, der eine Fernsehserie hat oder eine Fernsehsendung, Britain's Lost Masterpieces oder so ähnlich heißt das, und mit großer Werf eben dort vorträgt, dass das hier auch von Rembrandt stamme und der Meister hätte eben sich öfters auch selbst wiederholt. Und das ist genau die große Preisfrage, die dahinter steckt. Ist das überhaupt denkbar? Gibt es immer nur ein Original oder hat Rembrandt als ja auch Unternehmer in gewisser Weise manchmal auch selbst sich dupliziert oder hat er das immer an die Werkstatt weitergegeben? Wenn man die drei so nebeneinander sieht, dann ist es natürlich ganz interessant, wie diese Spaghetti-Haare in Anführungszeichen immer gruseliger werden und bei dem britischen Bild doch ein Eigenleben führen, was man jetzt zumindest auf dem Foto nicht zwingend für Rembrandt in Anspruch nehmen möchte. Aber das nur mal so als Illustration. Ja, wie sieht es mit dem Blick des Publikums aus? Auch da nochmal ein Blick nach Kassel, die 34 Rembrandts. Da haben wir im 18. Jahrhundert ein Gemälde, das ja heute gar nicht mehr in Kassel ist, sondern sich heute in der Eremitage befindet. Ist in napoleonischer Zeit entwendet worden, sage ich mal, von den französischen Truppen und ging dann über die Kaiserin Josephine an den russischen Zaren und befindet sich jetzt eben oder seit dem 19. Jahrhundert, seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts in der Eremitage. Die Kreuzabnahme, zu der man im 18. Jahrhundert, die man also noch überaus schätzte, ein kapitales und überaus kunstfertiges Stück, das allerbeste, das von ihm bekannt ist, da schreibt Röver, gut, der will die Sammlung auch verkaufen, das ist jetzt nicht so überraschend, dass es in den höchsten Tönen gelobt wird. Schminke in einer Stadtführung, in einem Stadtführer, schreibt ein vortreffliches Stück, erwähnt sonst nämlich nicht so sehr, also erwähnt sonst nur Namen, weniger mal sagt er auch eine Wertung eines Gemäldes. Und Jung Stilling, ein Besucher am Ende des 19. Jahrhunderts, schreibt eben in so ausdrucksvollen Gestalten, welche die Empfindung der Wehmut in einem hohen Grade regen. Also dieses Emotionale, was ich ganz am Anfang kurz erwähnt habe, spielt da offensichtlich eine Rolle. Heute oder auch da, dieses Gemälde ist dann eher der Werkstatt zugewiesen worden, so wie wird es heute meist auch gesehen, wobei Ernst van der Wetering eben es wieder zu den eigenhändigen Werken aufgenommen hat 2014. Also Sie sehen da auch eine gewisse Wandelung, sagen wir es mal so. Ja, Saskia, bei der kann man sagen, die hat eigentlich durchgehend immer die Bestpunktzahl bekommen, um es mal etwas salopp zu sagen, prachtvoll und herrlich geschildert, so heißt es bei Jan Sixt. Dann Oskar Eisenmann, der sagt, es gibt nicht wenige, die es für das schönste Werk Rembrandts halten. Wenn das auch wohl zu viel gesagt sein dürfte, so wird man sich doch wenigstens dahin einigen können, es für das Vollendetste zu erklären. Und als man 1998, da war die Kassler Galerie gerade
in Umbau und man bereitete die Wiedereröffnung 1999 und 2000 vor, eine Zeitungsumfrage zum Lieblingsbild gemacht hat, war unter dem Titel Herkules ist cool, doch Saskia gewann, eben zu lesen, Saskia ist schon lange die unübertroffene Königin der Leinwandschönheiten in Wilhelmshöhe, nicht Höhle. Das ist sie und wird sie wohl auch weiterhin bleiben. Also da haben die Kasslerinnen und Kassler eindeutig für Saskia votiert. Trotzdem ist sicherlich dann auch eines der Hauptwerke der Rembrandt-Sammlung, sei es nun, was die Wissenschaft angeht, sei es, was den Publikumsanspruch, Zuspruch angeht, sei es auch vielleicht aufgrund seines religiösen Gehaltes, ist sicherlich der Jakobssegen. Und der damalige Finanzminister hat es besonders geschätzt, weil es eben im Geschäftsbericht des Landes als das teuerste Gemälde verortet ist. Ich habe immer gesagt, ich sage nie was zu werten, aber seit es jetzt in der HNA steht, kann ich ganz entspannt sagen, es ist mit 100 Millionen Euro bewertet. Damit sind wir elegant schon quasi zum Kunstmarkt des 18. Jahrhunderts gekommen und der Frage, wie denn Wilhelm VIII. Diese Werke erwerben konnte. Er hatte dafür ein großes Netz an Sammlern, Händlern, Kunstkennern, Vertrauten, wie auch immer. Und die haben ihn beraten, haben gesagt, da gibt es die und die Sammlung, da ist die und die Auktion. Und die Preise waren höchst unterschiedlich. Anhand von Auktionskatalogen hat man vielleicht vor 20 Jahren auch eine Datenbank ins Leben gerufen und hat festgestellt, der Durchschnittswert für einen Rembrandt lag bei 140 Gulden. Das sind natürlich immer nur Annäherungswerte, weil die Zuschreibungen ja auch immer in Frage zu ziehen sind. Man kann generell vielleicht sagen, je größer ein Gemälde ist, das ist jetzt nicht überraschend sicherlich, desto teurer wird es. Aber auch eine Seltenheit eines Motivs spielt sicherlich eine Rolle. Kleine Tronis, kleine Studienköpfe, die waren schon für 20, 23 Gulden zu haben. Dreiviertelporträts, die kosteten schon 160. Das wunderbare kleine biblische Sujet der heiligen Familie mit dem Vorhang, dafür hat Wilhelm 735 Gulden bezahlt. Und für den großen stehenden Herrn, der jetzt gerade in Frankfurt hoffentlich eine gute Figur macht, hat er doch immerhin 1.100 Gulden bezahlt. Um das ein bisschen einzuordnen, sind wie gesagt die 140 Gulden Durchschnittswerte und die teuersten Künstler, das war Rembrandt mit Sicherheit nicht im 18. Jahrhundert. Da waren ganz andere Künstler viel höher. Adrian van der Werf hatte einen Durchschnittswert von über 800 Gulden, war der teuerste Künstler im 18. Jahrhundert. Das ändert sich allerdings dann im Laufe des Kunstmarkts, aber das wird uns sicherlich Otto Naumann nochmal viel besser berichten können. Ja, der Coup, sage ich mal, von 1750 ist eben Erwerb einer ganzen Sammlung. Da waren 8 Rembrandts drunter, von denen wir 6 auch noch haben. Und wenn man den Gesamtpreis des Erwerbs nimmt und das einfach durch die Anzahl der Werke reduziert, sind das 625 Gulden pro Rembrandt. Da sieht man schon, das waren doch ganz unterschiedliche Preise und Wilhelm hat offensichtlich sehr taktiert und eben auch ein gutes Netzwerk gehabt, was ihn da beraten hat. Ja, dass es nicht immer quasi wie an der Börse, wobei es da ja auch nicht so ist, immer nur bergauf geht, sondern auch durchaus Schwankungen vorhanden sind, lässt sich an der Saskia ganz schön sehen, die eben 1710 mit 510 Gulden bewertet wird und 24 Jahre später schon fast die Hälfte nur wert ist. Dann ein Händler Slingeland, der bietet dann das Doppelte, ist allerdings nicht erfolgreich und am Ende erwirbt es eben Wilhelm für einen Durchschnittswert von 625. Also man hat eine gewisse Wertsteigerung. Anders sieht es mit der Kreuzabnahme auf. Da ist die Schätzung bei 800 Gulden in der Sammlung Röver und Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz für seine Sammlung in Düsseldorf, die auch viele Van der Werfs hatte. Übrigens bietet 1000 Gulden, allerdings ohne Erfolg. Und Wilhelm erwirbt es dann eben zu dem besagten Durchschnittspreis von 625. Aber es gibt auch insofern interessante Bewegungen, als ein Wert sich auch reduzieren kann
im Verkauf. Philipp van Dyck verkauft dieses Porträt, das vielleicht Jan Hermansson Krull darstellt, aber sicher ist es nicht, für 200 Gulden an Valerius Röber. Und der verkauft es dann 3 Jahre später an Anthony Rüttgers, einen Kunsthändler, schon mit Verlust, also mit für 165 Gulden. Und dieser verkauft es dann an Wilhelm nochmal mit 5 Gulden Verlust. Also das heißt, es war nicht immer eine automatische Wertsteigerung da inbegriffen. Aber natürlich bei Rüttgers, das war ein Händler, der hat Wilhelm diverse Werke verkauft, kann man davon ausgehen, dass er die 5 Gulden dann woanders draufgeschlagen hat, zumindest wenn er ein guter Händler war. Ja, wie sieht es mit den Künstlern, Künstlerinnen aus? Da haben wir in Kassel insofern eine interessante Quelle, als es Kopierbücher gibt, in denen sich Künstlerinnen und Künstler eingetragen haben, wenn sie ein Werk kopieren wollten. Also das waren zum Teil professionelle Kopisten, die das dann eher zum Broterwerb gemacht haben, aber auch junge Studierende, sehr viele Künstlerinnen auch übrigens, die dort auftauchen, zum Teil auch bekanntere Künstler, die schon arrivierter waren, die sich dann doch mal Rembrandt vorgenommen haben, um den zu kopieren. Diese Kopierbücher, die laufen hier seit 1866 bis dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, wobei ein Schwerpunkt tatsächlich im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts ist. Und aus diesen Werken suchen sich eben die Künstlerinnen und Künstler was aus. Und jetzt, wenn wir jetzt quasi live wären, würde ich Sie jetzt fragen, was denken Sie denn, wer es ist? So frage ich Sie und werde Ihnen dann doch gleich die Antwort geben. Platz 1 ist tatsächlich der, und zwar mit Abstand, der Apostel Thomas von Nicolas Maas, damals noch Rembrandt, der Architekt, hier in einer Präsentation, die Gregor Weber, mein Vorgänger, hier in der großartigen Ausstellung 2006 gemacht hat. Da sehen Sie so eine ganze Reihe von Kopien nach Nicolas Maas. Er hat zum Glück nicht alle 314 ausgestellt. Wer hätte dann den Platz doch gesprengt? Aber immerhin sind hier, glaube ich, 7 oder 8 waren versammelt. Und das zeigt, dass das eben eines der beliebtesten Motive war. Interessanterweise auch, als man das Werk schon gar nicht mehr für Rembrandt in Anspruch nahm, was man schon Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon Zweifel und Anfang des 20. kam dann Gewissheit drunter. Da befand sich eine Signatur von Rembrandt auf dem Gemälde, die war allerdings falsch und unten drunter fand man dann Reste einer ursprünglichen Signatur, eines kurzen Namens und das wird eben sehr wahrscheinlich Maas gewesen sein. Hier eine Kopie von Leo von König, einem vielleicht bekannteren Künstler. Platz 2 war natürlich, muss man fast sagen, Saskia mit 189 Kopien. Auch die waren in der Ausstellung, zumindest einige davon, präsentiert. Und das ist vielleicht weniger überraschend, aber überraschend vielleicht doch, dass der Nicolas Maas so deutlich davor gestanden hat. Und dann schließlich Platz 3, die große Landschaft, Platz 4, der Bräuning und erst Platz 5, der Jakobssegen, wobei man natürlich dazu auch sagen muss, das ist ein großes Gemälde, das zu kopieren war sicherlich auch aufwendiger, schwieriger als nun ein einfiguriges. Und schließlich dann Wilhelm Dross, der Mann mit dem Harnisch. Das heißt, für die Frage, ob Künstlerinnen und Künstler sich so ein Werk vorgenommen haben, war gar nicht so sehr die Zuschreibung offensichtlich eine das allein ausschlaggebende Element, sondern offensichtlich auch das Motiv, die Beliebtheit des Motivs. Man kann dadurch eben eine gewisse, auch einen gewissen Publikumsgeschmack vielleicht ablesen. Man könnte auch hinzunehmen, was ist reproduziert worden in Postkarten oder an Katalogen oder auf dem Cover. Und da war dann wiederum tatsächlich Saskia häufiger der Fall, war das häufiger der Fall, aber eben auch früh der Nicolas Maas und andere Werke, die traten erst wesentlich später auf den Plan als eines oder als besonders beliebte Motive. Ja, und um den Bogen zum Schluss quasi nochmal zum Mann mit dem Goldhelm zurückzuschlagen. Hier ein
eben humorvoller Umgang mit Rembrandt. Gerhard Glück, der Karikaturist, der ja seit langer, langer Zeit in Kassel lebt, zu dem wir auch mal eine Ausstellung hier hatten, die zu den lustigsten Ausstellungen gehört. Wer hätte es gedacht? Und auch in den Besucherbüchern Spuren hinterließ, nach dem Motto, endlich darf man mal lachen bei den alten Meistern, was mich auch ein bisschen erschüttert hat, weil ich dachte, man kann auch bei Rembrandt mal lachen, wenn einem danach ist. Aber offensichtlich war das jetzt in dem Fall besonders animiert hier mit seinem Mann, mit dem Goldzahn, das vielleicht in Anlehnung an den Mann mit dem Goldhelm entstanden ist, als der dann schon wieder nicht mehr für Rembrandt in Anspruch genommen wurde. Ja, damit, mit diesem Parforschritt, möchte ich es mal beenden. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Einschnitt oder Einblick, nicht Einschnitt, in Rembrandts unterschiedliche Wertschätzung geben. Vielen Dank.